Willkommen zurück zur Dirt Tour. Das nächste Event ist ein Rallycross. Wieso sage ich denn mal Rolli? Weil Rallycross Event. In Monaco. Quai Antoine. Oder so ähnlich. Da startet auch die Formel 1 an diesem Wochenende. Also ab nach Monaco. Was übrigens relativ cool ist, nach dem Multiplayer Event habe ich Fahrerpunkte bekommen und die zählen auch für den Singleplayer. Also ich bin Level gestiegen, ein Fahrerrang, Level, Gedöns, Dings, Bums. So ein Ruf, Fahrerruf, habe ich jetzt 8. Also ist ganz cool, dass er das so im Multiplayer auch mitzählt, was man da erreicht und so weiter. Und so fort. Und so fort, apropos Ford, können wir hier irgendwo einen Ford auswählen, dann nehmen wir den doch. Nein, können wir nicht, sonst hätte ich jetzt einen Ford genommen. Somit nehmen wir mal den Mitsubishi. Mit Mitsubishi geht's jetzt einmal nach. Wo geht's eigentlich hin? Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wo es hingeht. Achso, nach Monaco. Ah, ich hab's auch gerade noch davon geredet. Kurzzeitgedächtnis for the win, würde ich mal sagen. Und ja, ich hoffe, der Multiplayer war mal eine Abwechslung. Und ihr könnt ja irgendwie in die Comments schreiben, wie euch der Multiplayer gefallen hat. Aber jetzt geht's wieder weiter im Singleplayer in der Dirt Tour in Monaco. Und mal schauen, was uns da beim Rallycross-Event so erwartet. Ob die Gegner da jetzt auch so krass reinhalten und einen wegrammen. Ich glaube, die sind nicht ganz so krass drauf. Ich glaube, ich hätte die Ladezeit überspringen sollen. Aber jetzt lohnt es sich auch nicht mehr. So. Du stehst kurz vorm Finale. Du darfst nur nicht letzter werden, dann hast du es. Ich darf nur nicht letzter werden. Das heißt, alles, was vorm letzten Platz ist, ist gut. Aber wir wollen natürlich erster werden, wie in jedem Rennen. Das ist unser Ziel. Wir starten wahrscheinlich vom fast letzten Platz irgendwo, oder? Ja, vom 5. von 8. Und was habe ich wieder vergessen? Da war doch was. Ich hatte das Spiel nämlich nochmal kurz aus. Und da hat sich die Steuerung wieder ganz toll umgestellt auf Tastatur. Vielleicht kennt ihr da irgendwie einen Trick, dass es so bleibt auf Lenkrad oder so. Irgendwie, dass man das speichern kann. Aber es scheint nicht zu gehen. Zumindest habe ich da noch keine Option für gefunden. Egal. Mach mal kurz einen Neustart. Jawohl, jetzt geht's auch wieder. Vielleicht, boah, da hat man Gummiabrieb direkt gesehen. So. Auf der Strecke hier müsste man ein bisschen mehr Grip haben als auf den anderen Strecken, weil ich glaube nicht, dass es auf der Strecke irgendwo Dreck gibt oder Matsch oder sowas. Oh! Na! Da bin ich gerade ein bisschen aggressiv reingefahren. Das tut mir sehr leid für die, die ich da ein bisschen behindert habe. Da habe ich ein bisschen zu viel gewollt. Oh, die haben wir sehr weit innen genommen, die Kurve. Also auf so einen Strecken habe ich irgendwie bessere Chancen. Ah, da macht er innen zu. Egal, versuchen wir es hier innen. Na, mal schauen, hat das geklappt? Oh, er kämpft immer noch. Er kämpft noch. Und ich kann ihn nicht sehen, deswegen bleibe ich mal weiter außen. Aber ich glaube, jetzt müssten wir ihn langsam abgehängt haben. Oh, immer noch nicht. Der ist immer noch direkt hinter uns. Das ist mal ein spannendes Rennen um die erste Position. Oh. Oh, da hätte ich beinahe ein Problem bekommen. Oh, es sind 7 Runden auf der Strecke, sehe ich gerade. Aber die ist auch relativ kurz. Ah, da hätte ich beinahe Probleme bekommen, weil ich zu schnell in die Kurve rein bin, weil ich zu viel wollte. Aber ich denke mal, ich habe jetzt schon einen kleinen Abstand zwischen mich und ihm gebracht. Ja, so eine gute Sekunde, gute anderthalb Sekunden, glaube ich. Konnte es so schnell nicht so ablesen. Boah, jetzt kriege ich die Kurve aber nicht mehr so vernünftig. Also wenn vor mir keiner fährt, kriege ich die irgendwie nicht. Als die anderen Autos noch vor mir gefahren sind durch die Kurve, wusste ich ganz genau, wo ich bremsen muss. So ein Mist. Egal. Diesmal kriege ich sie. Jetzt kommt erstmal die Kurve wieder. Ah, oh, die nehmen wir doch herrlich. Sehr schön innen durchgefahren. Das sind hier auch wieder so eine schönen Kurven, wo man sich so reinfallen lassen kann. Das mag ich ja irgendwie. So Kurven, wo man so reinfällt richtig und dann so... Ah, wir werden es gleich wieder sehen. Ich werde es gleich nochmal sagen, welche Stelle ich meine. Wenn
die Stelle wieder kommen. Müsste hier jetzt gleich kommen. Hier ist die Kurve, wo man sich dann so reinfallen lässt, so nach unten, so. Ja, jawohl. Ah, da kann. Also mit den Autos jetzt nicht, aber mit Formel 1 Autos macht man da gerne mal einen Fehler, dass man zu früh aufs Gas drückt und beschleunigt und dann dreht man sich da mal weg. Aber mit den Autos ist das natürlich nicht so. Ich weiß jetzt auch gar nicht, das hier ist jetzt, glaube ich, ein Allrad. War es ein Allrad? Oder war es. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier ein Allrad ist. Ich glaube, es war ein Allrad. Da ist das sowieso nicht so schlimm. Oh, da war ich ein bisschen langsam jetzt, aber egal. Da haben wir mittlerweile fast 3 Sekunden zwischen uns und dem zweiten gebracht. Das sollte reichen, auch wenn wir die Kurve jetzt hier vielleicht nochmal versauen sollten. Was wir aber nicht mehr tun, jetzt haben wir nämlich den Dreh raus. Den Dreh raus im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann klappt das auch. Die Curbs kann man ja auch sehr schön mitnehmen, glaube ich, obwohl ich das kaum gemacht habe. Jawohl, dann war das erste Rennen gewonnen oder war es nur ein Rennen? Es war nur eine Etappe, Hammer. Stimmt, es war Rallycross. Die ganze Welt sehen. Zeig es auf YouTube. Seht euch das mal an, das ist doch ein schöner Vorsprung. 6 Sekunden. Hinten ging es deutlich enger zu, um Platz 5, 6. Und vielleicht noch Platz 7, ja, so ein bisschen, aber der war auch schon wieder relativ weit abgeschlagen. Ne? Das war ein wildes Rennen. Aber du kennst ja den Spruch. Für diesen Sport braucht man Eier. Und zwar richtig. Jawohl, richtig dicke Eier. Habt ihr gehört? Ja, für den Sport braucht man richtig dicke Eier. Und die müssen wir jetzt auch gleich im nächsten Rennen beweisen. Also, bleibt dran.